Ich muss den nochmal von Weitem sehen. Ich will in das Tracking-Ding reinschieben. Reinschießen, meine ich. Ich meine, ich kann es ihn auch natürlich rektal einführen, aber ich glaube, das lässt er mich nicht. Bigfoot. Bist du doch kleiner, dreckiger Bastard. Wo ist der große, nackte Mann? Oh, da ist der große, nackte Mann. Oder? Ne, ist ein Baum, ist ein Baum. Ist ein Baum, ist ein Baum. Alles okay, ist ein Baum. Diese Bäume sehen ihn aber ziemlich ähnlich. Und dieses Trampeln von mir, ne? Diese zwei Schritte. Wo ist der denn? Ich muss gleich wieder zurück zum Trailer, weil sonst kommt er ja nicht. Ja, Finding Bigfoot. Und ich soll ihn fangen. Was war das denn? Das will ich aber mal meinen hier. Wenn? Alter, das hört sich mein Magen gerade auch an. Okay, du bist also... Ja, da. Yeah! Yeah! Du sagst es, mein Freund, du sagst es. Das ist die, die auch ein Stückchen weiter weg steht jetzt. Das ist die sehr interessante Kamera. Er müsste eigentlich hier vorne auch irgendwo sein. Also das... Der Hirsch. Nicht Bigfoot. Meine Augen brennen gerade voll. Wir haben gerade noch TTT aufgenommen, auch zum Vorproduzieren. Okay, das sind Glühwürmchen, oder? Und das ist die andere Seite. Nichts Auffälliges. Kann ich hier irgendwie auf den Nachtmodus schalten? Ich guck mal. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie auf den Nachtmodus schalten. Nope. Huch, was war das? Was? Was stand da gerade? No medicine. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ey, wo ist der Typ denn jetzt? Ich gehe gleich raus und schieße wild um mich. Ey, ich muss mich doch eigentlich selber sehen. Da, guck mal. Da sind wir. Da. Und dann sehen wir gleich, wie wir da überfallen werden von Bigfoot. Ey, das will ich so gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Dolcher! Oh, scheiße. Tracken. Scheiß, oh, das Fenster war geschossen. Ernsthaft, du machst das Fenster sonst immer auf und jetzt nicht. Ey, ich verfluche dich, Bigfoot, ne? Jetzt reicht's mir aber, ich geh jetzt raus. Ich bin auch noch so ein Tracking-Ding hier. Ja. So. Lass dich nicht auf mir sitzen, du Arsch. Was für ein Prankster, oder wie nennt man das? Ich dachte, du willst einfach nur Klingelmännchen die ganze Zeit machen. Arsch. Weißt du was? Feige spielen ist sowieso überhaupt gar nicht mein Ding, du Arsch. Ich mach dich fertig. Ich mach dich so fertig. Ich jag dir jetzt echt eine Kugel rein in den Arsch, damit ich dich danach tracken kann. Wo bist du? Ha? Wo bist du? Weißt du was? Es wird zu dunkel hier. Voll geil eigentlich. Voll geil. Ich finde das echt total gut. Das macht so Spaß. Hier gerade.
Ich will es nochmal machen, aber ich habe nicht so viele. Also ich habe schon einige von den Dingern, aber ich weiß nicht, wann ich das nächste finden werde. Scheiße, jetzt bin ich am Zaun. Toll, Bigfoot, toll gemacht. Bigfoot-chan, wo bist du? Bigfoot-chan, wo bist du? Du hast einen großen Schuh. Tut mir leid, das ist ganz schlecht jetzt gewesen, ich weiß. Ja, langsam werde ich doch ein bisschen lockerer im Spiel. Das ist am Anfang immer so ein Randtasten. Kann ich da hoch? Geht mal schon, oder? Oh. Warte, der Mann muss sich erstmal beruhigen jetzt, damit ich weiterrennen kann. Ja, pssst. Alles gut. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Kannst du hier hoch? Ja, kannst du hier hoch. Das ist super. Da, das ist super. Jetzt schaffst du den Typ. Jetzt schaffst du den Typ. Du willst Bigfoot finden? Also finden. Obwohl, gefunden haben wir ihn ja schon. Batterien reichen natürlich auch nicht ewig. Ja. Wo ist denn mein Freund, der große nackte Mann? Wir werden den schon nochmal finden. Finding Bigfoot heißt es und nicht renn weg vor Bigfoot. Aber ohne Scheiß, wie so ein kleines Kind, der kommt da hin, hämmert gegen den Trailer, ist nicht gerade schwach, der Typ, hämmert gegen den Trailer, ich laufe hier vollkommen falsch, und rennt wieder weg. So, hihi, ich klopf nur mal kurz an. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist jetzt die zweite oder dritte Nacht. Ich frage mich natürlich auch, wie das mit dem Speichern ist beim Spiel. Und ich werde auf jeden Fall noch die Map erkunden, also noch weiter erkunden, wenn... Hallo. Oh Gott. Wenn es gleich... Nein. Doch. Ah! Okay. Okay. Set. Nein. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Also muss ich gar keine Angst vor dir haben. Bigfoot, sind das da vorne deine leuchtenden Augen, die ich gesehen habe? Achso, ist die Kamera. Ist ja schön. Fühlt man sich doch direkt wieder wie zu Hause. Alter, was ist denn, wenn mir die Sachen hier ausgehen? Genius. Ich bin gerade schon wieder direkt in die Arme gelaufen. Ja, okay, dann passiert ja doch noch was. Ich hatte gerade echt die Befürchtung, dass wir sonst irgendwie folgenlang irgendwie gar nichts haben. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof. So, wie sieht es denn hier so fallenmäßig aus? Da ist ja kein Fleisch drin, da kann ich auch mal welches reinlegen. So. Okay. Das hat ihn jetzt nicht wirklich gejuckt. Dann gehe ich doch mal wieder hier rein. Schon ein bisschen jetzt, hui. Nicht schlecht. Aber immer noch keinen wirklichen Progress, das ihn angeht. Ich hab ihn nicht getroffen mit diesem Tracking-Ding, ne? Ich war in dem Moment halt zu unruhig. Im Moment ist es so, dass ich mich so fühle, als müsste ich keine Angst haben, wenn er da steht. Weil er an sich ja immer wegrennt. So wie es ja... Eigentlich macht es ja auch Sinn. Man kriegt den ja auch nie vor der Flinte. Aber guck mal, unser Beweis haben wir doch jetzt hier. Da sind Kameras, ich habe alles gefilmt. Es ist so geil, wenn er einfach mal vor der Kamera stehen würde. Die dreckige Drecksau. Und ich weiß nicht, ob das passiert. Ich bin nicht zugespoilert, Gott sei Dank. Und vielen Dank an denjenigen, der mir das in der Community empfohlen hat. Obwohl, es waren mehrere, glaube ich.
So mehr über ein paar Tage vielleicht, aber heute auf jeden Fall. Ich hatte so gedacht, ich hatte ein Spiel aufgenommen. Damit war ich total unzufrieden. Wieder ein Erotikspiel, das aber dann irgendwann doch eine gute Story hat. Da habe ich gedacht, nö, dann hauen wir mal ab hier. Wollen wir nicht. Nee, da habe ich gedacht, dann möchte ich noch was aufnehmen. Und dann kam das halt nochmal. Deswegen war es ganz gut. Mann, durch manche Grafikfehler sieht das immer aus, als würde er da stehen. Das müsste gleich wieder heller werden. Das habe ich gehört. Das war aber, glaube ich, auch nicht ich. Ja, hör ich das? Ich höre es doch ein bisschen rumsen. Oder sind das meine Schritte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich keine Batterie mehr habe? Okay, ich mache jetzt mal was anderes. Ich stelle mich jetzt mal so hin. So hin. Ich würde die rechte Seite gleich probieren. Da sehen wir eine Brücke und auch nochmal einen See. Da. Weißt du was? Ich probiere es jetzt einfach. Warum denn nicht? Ich habe keine Angst. Ich lasse mir auch keine Angst machen. Es wird außerdem gleich wieder hell. Wir erkunden einfach jetzt weiter. Jetzt nehme ich ja doch schon ein Weilchen auf. Die Folgen werden vielleicht... Ich weiß absolut nicht, wie ich das regel. Wie ich die Folgen einplane und hochlade von Urlaub. Aber ich denke, Bigfoot wird alle 2 Tage kommen. Und dann wird es auf jeden Fall eine lange Pause geben, weil ich noch andere Projekte aufgenommen habe. Das ist gerade erstmal so ein Randtasten am Spiel. Und in der letzten Folge werde ich euch auf jeden Fall fragen, hey, hat es euch gefallen? Wollt ihr davon mehr sehen? Und dann spielen wir da mehr. Da kann ich schwimmen? Das ist die Brücke. Da. Ich glaube, ich bin lieber die. Und da würden wir davon mehr spielen. Also, ich hätte schon Bock. Ich weiß nur nie, ob das beim Zuschauen nicht eventuell zu langweilig ist. Obwohl, eigentlich ist es ja sogar schon ziemlich spannend, finde ich. Zumindest gerade beim Spielen. Oh Gott. Mann! Ja, das sieht man nicht so gut. Mach das doch nicht. Bigfoot, du stinkst. Keiner hat Angst vor dir. Bigfoot. Aber du hast wahrscheinlich auch mehr Angst vor mir, als ich vor dir. Ist das die Brücke jetzt? Ah, ne. Ich dachte schon. Ich will ihn auch nicht anschießen. Ich muss wahrscheinlich auch dann später im Internet nochmal nachgucken, wenn ich es selber nicht rausfinde nach der ganzen Zeit. Später im Internet einmal nachgucken, wie ich Bigfoot denn in den Käfig locken kann. Oder wie ich es schaffe, ihn vielleicht zu fesseln oder so. Ich habe keine Ahnung, wie es so geht. Okay, das bringt hier gerade nichts mehr. Ich muss ein paar Flares wieder mitnehmen. Ich habe ein neues Schild gefunden und ich sehe nichts darauf. Ah, Main Gate und Johnston. Sieh mal eine an. Dann gehen wir dann mal hier lang. Zum Wasser. Haben wir da noch irgendwas gefunden? Nein. Das Wasser könnten wir auch gehen, aber es dauert so lange und vielleicht ist da einfach nur Wasser und sonst nichts. Deswegen würde ich erstmal jetzt hier lang gehen. So decken wir vielleicht auch noch mehr von der Map. Ah, so decken wir wirklich noch mehr von der Map auf. Aber da vorne ist auch schon wieder Schluss. Ich sehe von Weitem auch noch nichts Interessantes. Noch. Doch, da. Da haben wir wieder was. Das ist ganz gut. Vielleicht haben wir auch noch mal ein Haus in der Nähe. Hup. Und Munition
Und ich kann nichts mehr nehmen. Okay. Schade. Aber wir wissen jetzt, wir haben Munition. Und das müsste jetzt theoretisch auch eingezeichnet sein. Ja, es ist. Super. Das ist gut. Haben wir hier irgendwo ein Haus in der Nähe? Sieht nicht so aus. Ein Fernglas ohne Nachtsicht wäre ganz cool. Kann ich hier irgendwie umschalten? Nein. Und die Batterien, die halten auch nicht mehr wirklich lange. Ich glaube, ich gehe dann mal dahin. Ich gehe gleich zurück. Ich weiß nicht, ob es mir fehlen würde hier oder ob es mich eher nerven würde, wenn wir irgendwie noch essen und trinken müssten und das auch noch finden müssen und dafür auch immer zurück zum Trailer. Weil an sich kann ich ja jetzt hier die ganze Zeit einfach rumlaufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Beta. Es ist noch kein fertiges Spiel. Alles noch in der Entwicklung. Und meine Batterien sind leer. Ich wollte gerade schon wieder aus Reflex die rechte Maustaste drücken. Scheibendreck verfliegt da. So. Ist natürlich die Frage, kommt hier noch was? Guck mal da. Soll ich mal hier kommen? Ah, die Sonne geht auf. Das heißt, es ist richtig. Hier wird auf jeden Fall irgendwas total Tolles passieren. Hat der Bigfoot wieder einfach nur spielen, Mann. Es ist so ein großes Areal. Ich hoffe gerade ein bisschen, dass er sich sowieso immer in einem bestimmten Radius um uns... Ah, da vorne kann ich wieder hin. Um uns befindet. Weil sonst ihn zu treffen ist dann hier natürlich schwierig, wenn es so groß ist. Und ein Haus wäre mal wieder ganz cool. Yay! Und anmachen. Ich weiß nicht warum. Ich mache die an, weil ich glaube erst dann markiert er auf der Karte oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich will sie auf jeden Fall anmachen. Und der Weg geht hier weiter. Da haben wir wieder den Zaun. Aber geht der Weg hier weiter? Das sah mir gerade so aus. Ich gehe mal noch ein Stückchen. Und guck mal, ob die Karte da oben sich verändert. Ja, es sieht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Ah! Cheat! Egal, was. So, jetzt haben wir ja eigentlich nur den See. Da unten noch. Und ansonsten haben wir da nicht schon alles abgelaufen. Ich kann mich auch täuschen. Und wo ist der Kollege? Kollege Schnürschuh. Hui, hui. Die Bäume sehen alle aus wie er. Der hat ja diese leuchtenden Augen. Das heißt, wenn ich hier mit der Taschenlampe auf ihn zeige, müsste es eigentlich reflektieren. Also es sah so aus, als würde es irgendwie reflektieren. Das würde ja schon irgendwo Sinn machen. Ich glaube nicht, dass der einfach grüne leuchtende Augen hat. Ich glaube, das war eine Reflektion. So. Dann gehen wir mal dahin. Ich guck mir einmal den See an, ob ich von Weitem vielleicht irgendwas sehe, wo ich dann hingehen könnte. Hier haben wir den See. Nee. Guck mal, wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich dann in den Sumpf. Ansonsten, wir haben hier einen so einen Ausguck erobert. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ansonsten ist hier nichts. Kann nicht sein, hier muss doch echt irgendwie nochmal ein Haus oder sowas sein. Irgendwas müssen wir doch finden können. Was ist das? Ne. Ach, sieh mal einer. Oh, wow, 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 wow. Ja, so nett ist er dann ja doch nicht. Ach du Scheiße.
Okay, aber finden wir die Leute dann auch hier? Das ist doch auch einer der... Wer mir dann doch jetzt Angst macht, du Arsch. Du Penner, du Dreckiger. Okay, also wir haben hier Blut. Da ist keiner drin. Hier haben wir blutige Kleidung. War das so, ne? Ja, da haben wir blutige Kleidung. Und hier ist auch keiner drin. Also wie zur Hölle soll ich denn hier die Leute... Okay, warte, warte, warte. Ich bin ja noch nicht fertig. Wir gucken uns das Ganze in Ruhe an. Haben wir vielleicht hier noch irgendwelche Leute rumliegen? Irgendwo. Ich guck mich nochmal hier so ein bisschen um. Wie soll ich denn die vermissten Touristen? Ich meine, hat er das jetzt irgendwie gespeichert im Van, sodass die auf jeden Fall wohl vielleicht eventuell nicht mehr leben? Könnte ja sein. Da wäre jemand. Okay, war auf jeden Fall doch noch ganz gut dahin zu gehen. Ah, sieh mal eine an. Guck mal. Wir sind zu Kanu gefahren. Die sind Gott sei Dank nicht blutig aus. Sieht hier gerade irgendwie ganz cool aus. Oh! Okay. Ich habe eine der Leichen gefunden. Die ist sehr verzwirbelt. Aufgabe also erfüllt. Nur die, die ich erfüllen soll, habe ich noch nicht erfüllt. Ich könnte eine Kamera hier aufstellen, dann könnten wir uns immer die Leiche angucken. Tut mir leid, ich bin ganz komisch.